Willkommen zurück zu Silent Hill 4. Ja Leute, wir sind immer noch in der Gebäudewelt und es wird langsam alles immer seltsamer. Ja, wir bekommen immer wieder neue Nachrichten von einem Unbekannten. Die letzte war, kümmern Sie sich bald um den Nachbarn. Ja, stand zumindest auf dem Flur geschrieben. Wir konnten es durch unseren Türspion sehen. Aber gut, das ist die Welt um unser Apartment. Wir müssen jetzt erstmal hier gucken, wie wir in der Gebäudewelt weiterkommen. Dafür muss das Ungeziefer von der Tür weg. Ja, dankeschön. Ich gehe den anderen direkt an der Wand zermatscht. Na lecker. Ja. Gut. Na dann. Okay, eine weitere Treppe. Warum? Okay. Wer hat da geschrien? Aua, natürlich musst du direkt vor mir aus der Wand kommen. Natürlich musst du das. Oh man, irgendwas sagt mir, dass wir uns beeilen sollten. Wenn der Geist mal seinen dicken, breiten, ihr wisst schon was, aus dem Weg bewegen würde, wären wir schneller oben. Henry, lauf! Kann es sein, dass das immer mehr werden? Also, na gut. Ich dachte, es sind zumindest zwei. Na, na, na. Schön laufen. Oh, wie weit geht das denn noch hier hoch? Ja, verbucht es unter Spielzeitstreckung oder so. Oh, ich hätte mal so ein Medaillon mitnehmen sollen, das mich gegen die Aura schützt. Wobei, noch geht der Schaden. Komm schon. Lauf, 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 lauf. Ja, ich glaube, wir sind durch. Was ist das? Es ist die Tür Nummer 207 aus meinem Wohnblock. Wie kann die bitte hier sein? Da ist eine Tafel an der Tür. Die Tafel Chaos. Sie zeigt ein abstraktes Bild und das Wort Chaos. Ja, schöne Tafel, aber durch da. Wer hat da geschrien? Was ist hier los? Ist es etwa... Also hat es auch unser Nachbarn. Es hat Richard Braintree erwischt. Das nächste Opfer auf Henrys Odyssee. Aber es war schon interessant, was er zu sagen hatte. Das ist kein Junge. Das ist der Mann Nummer 1121. Der
Diese Nummern hatten ja schon immer. Oh, da ist ein Mann in 207. Er deutet auf Apartment 303. Eileens Apartment. Was zum Henker? Gerade haben wir da doch noch den Jungen stehen sehen. Ist das der Mann, den Richard meinte? Hallo Nachbar. Wow. Okay. Moment. Ja, alles sehr mysteriös. Die Zahlen wurden ja bisher nur im Zusammenhang mit dieser Mordserie genannt. Mit dieser alten. Ja. Ah. Der Fall vor 7 Jahren, bei dem 10 Menschen in 10 Tagen auf verschiedene Weise ums Leben kamen. Und diese Zahlen waren in ihre Brust geritzt. 10 Opfer. Getötet von Walter Sullivan. Der Kerl da drüben, ist das 11. Opfer, der jetzt als Geist umhergeht? Ah, mal gucken. Aber erstmal wieder Wohnungstour. Diesmal dürfte wieder ein bisschen mehr gehen als beim letzten Mal. Es hieß sogar, dass ein UFO direkt am Leuchtturm vorbeiflog. Ja, wenn das mal keine Anspielung auf Silent Hill 1 ist. Ja, dort konnte man das UFO-Ending am Leuchtturm bekommen. Ja, ich habe gehört, dass es in Silent Hill fast nie sonnig ist. Und man sagt, dass seltsame Dinge geschehen, wenn es neblig ist. Oh, also ziemlich oft. Vielleicht waren dieses Waisenhaus im Wald und das zylindrische Gefängnis auch beide auf diesem Foto. Wer weiß, Henry. Wer weiß. Zum Bett will er nicht viel sagen, ja. Das ist mein Bett. Ja. Na, ich halte mich an die Bilder. Eine uralte einheimische Religion scheint in Silent Hill immer noch aktiv zu sein. Oh ja, wie recht du hast. Looks like another one, Captain. Got one-two-one on his head. It's just like that case from 10 years ago. Yeah, that Walter Sullivan case. But Sullivan's dead. They even got the body. Must be some crazy copycat. Yeah, but even so. Ach, ein Nachahmer? Walter Sullivan ist tot? Okay. Keine Nachricht, keine neue. Okay. Der Fernseher, das Radio, das Telefon, das Fenster, die Tür. Was zum Teufel ist hier los? Verdammt gute Frage. Verdammt gute Frage. Das ist South Ashfield Heights. Es ist U-förmig. Daher kann man immer sehen, was die Person gegenüber macht. Da fällt mir ein, dass es vor langer Zeit einen Film mit so etwas gab. Ah. Ich weiß nicht, wohin könnte das eine Anspielung sein? Habt ihr eine Idee? Mir fällt das persönlich vielleicht. Wie hieß der? Das Fenster zum Hof? Gab es nicht einen Hitchcock-Film, der so hieß? Na egal.
Sunderland gab mir dieses Foto. Er verwendet Apartment 105 als Hausmeisterzimmer. Okay. In dem Alter habe ich Silent Hill sehr oft besucht. Okay, Stammkunde. Warum auch nicht? Nailin, hast du irgendwas mitbekommen? Auf jeden Fall macht sie irgendetwas. Ah. Kein Bock jetzt weiter spannend zu spielen. Wir gehen mal weiter. Ach, Moment. Moment, Moment. Das Zeug ablegen. Adieu, Stahlrohr. Adieu, Aluminiumschläger. Wir vertrauen jetzt auf die Axt. Ah ja, verdammte Axt. So. Noch ein Blick. Hier durch. Der Hausmeister beobachtet uns immer noch. Wird es nicht mit der Zeit langsam mal langweilig, Herr Sunderland? Ja, nun gut. Mal gucken, was das Loch jetzt macht. Ah, das Blut ist immer noch da. Sehr schön. Oh, und das Loch nimmt echt Konturen an. Es ist jetzt wirklich kreisrund und der Rahmen ist auf alle Fälle auch neu. Super, echt super. Wobei, mir fällt da gerade noch was ein. Ich muss jetzt mal kurz was... Ach ja, Tatsache, da gab's noch was. Da ist was in der Toilette. Soll ich es herausholen? Natürlich. Nee, dafür fehlt mir der Mumm. Silent Hill 2 Easter Egg for the win. Ach, ich liebe das. Aber gut, genug amüsiert. Das Auge starrt uns schon an und wartet darauf, dass wir hier reingehen. Na, wollen wir es nicht warten lassen? Dieses Loch. Es sieht nicht so aus, als ob ein Mensch es gemacht hätte. Es wird größer und runder. Sowas habe ich doch schon mal gesehen. Ha. Gesehen? Wo denn? Ja, nun denn, auf in die nächste neue Welt. Und das, die Wände sehen echt sehr glatt und... ja... wie abgeschliffen aus. Looks like my apartment. What the hell is this? Okay, das sieht aus wie dein Apartment. Ich kann mir nicht erinnern, dass ich durch den Türspion solche schön fleischigen Wände gesehen habe, mein Guter.
Ja. Und trotzdem hat er recht. Ja. Leute, willkommen in der Apartmentwelt. Und... Der Junge. Rund um die Tür zieht sich das Fleisch zurück. Hier ist es normal. Stückchen Wirklichkeit und... Der Junge ist weg. Und da ein roter Zettel hat... Da steckt ein fetzen rotes Papier unter der Tür. Genauso tauchen sie unter meiner Tür auf. Ja, 302. Ist das hier wirklich Henrys Tür? Henrys Apartment? Aber das ist doch eine ganz andere Welt, oder? Das kann doch nicht das der normale Wohnblock sein. Und wer war dieser Kerl? Er hat hier scheinbar diese Hunde getötet. Er hat scheinbar auch einen Argwohn gegen diese Kreaturen. Aber wenn das da drüben Henrys Apartment ist... Dann gehört das hier Eileen? Was hat der Kerl hier gemacht? Könnte er das nächste Opfer sein? Ja, möglich. Oder könnte es sein, dass... Ja, was? Aber gut, der Reihe nach. Hier tun sich gerade jede Menge Fragen auf. Allein schon, ja... Warum klopft der Junge gegen die Tür und warum ruft er Mom, also Mutter? Aber er bleibt doch weg. Er bleibt weg. Gut. Fangen wir hier vorne an. Okay, da fehlt der Boden. Da drüben. Küche? Irgendwas Spezielles hier? Mensch, Leute, könnt ihr mal Müll rausbringen? Ihr habt die ganzen Mülltonnen hier in der Bude stehen. Wow, sieht ihr mal all diese Pornohefte an. Okay, hier mag einer Pornohefte. Warum auch nicht? Ja, eine tolle Sammlung, Kollege. Und ein Loch. Das heißt, wir könnten hier direkt zurück und... mal gucken, ob bei uns nun auch wirklich so ein Fetzen unter der Tür ist. Aber erstmal hier weiter umsehen. Alles sehr strange, alles sehr seltsam. Ja, und scheinbar auch jede Menge zu lesen hier. Überall Pornohefte. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ach komm, Henry, nimm dir eins für später mit. Gut, was haben wir hier Schönes? Da liegt ein Heft offen herum. Ja, Verzweiflung lehren. Wish House. Wish House, ein Waisenhaus am Rande von Silent Hill. Aber hinter dem falschen Image verbirgt sich ein Ort, an dem Kinder entführt und einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Wish House wird vom Wohltätigkeitsverein Silent Hill Smile Support Society verwaltet, der manchmal auch 4S genannt wird. 4S ist ein hoch angesehener Wohltätigkeitsverein, der arme Kinder ohne Zuhause aufnimmt und mit Hoffnung aufzieht. Ja, ja. Aber im Inneren ist es eine heidnische Organisation, die ihr eigenes verzerrtes Dogma anstelle guter religiöser Werte lehrt. Mr. Smith, der in der Nähe lebt, sagt, manchmal kann ich nachts ihre seltsamen Gebete und das Weinen von Kindern hören. Ja, ich bin rüber, um mich zu beschweren, aber die haben mich sofort verscheucht. Danach hat sich nichts geändert. Ja, mir wurde der Zutritt verweigert, als ich versuchte, Fotos
in der Einrichtung zu machen. Ja, was genau haben die Leute von Wishhouse zu verbergen? Bei meinen Untersuchungen stieß ich auf einen verdächtig aussehenden runden Betonturm, der Teil der Einrichtung zu sein scheint. Leider konnten wir niemanden finden, der uns sagen wollte, wozu dieser Turm verwendet wird. Aber es scheint unwahrscheinlich, dass er etwas mit dem Aufziehen von Waisenkindern zu tun hat. Es könnte ein Gefängnis oder eine geheime Kultstätte sein. Der Kult, der Wishhouse betreibt, wird von Ansässigen einfach der Orden genannt. Es ist eine Religion, die aufs Engste mit der Geschichte von Silent Hill verwoben ist. Aber es ist der inbrünstige Glaube der Anhänger, dass sie zu den wenigen Auserwählten gehören, der eine dunkle und gefährliche Seite offenbart. Ich beabsichtige, meine Untersuchungen von Wishhouse und dem dahinterstehenden Kult fortzusetzen. Ich habe den finsteren Glauben, den festen Glauben, dass es unsere oberste Pflicht ist, die ganze Wahrheit zu sagen und unseren Kindern den wahren Weg zu weisen. Ein Artikel von Joseph Schreiber. Oh Mann, das Waisenhaus im Wald kennen wir, den runden Turm kennen wir auch, das Gefängnis. Ah, Joseph war da schon was Großem auf der Spur. Und Wishhouse ist übrigens in diesem Spiel nicht zum ersten Mal gefallen. Nein, auch, ich glaube, in Silent Hill 3 gibt es einen Artikel von Joseph Schreiber zum Waisenhaus Wishhouse. Da fiel der Name zum ersten Mal. Das hat man hier übernommen. Nur mal so angemerkt. Es ist das Foto einer Schwester. Darauf steht, ich liebe dich. Auf der Rückseite wurde ein Schlüssel geklebt. Okay. Ah. Nehmen Sie den Schließfachschlüssel Nummer 106? Natürlich nehmen wir den. Noch ein Bild. Der Kerl. Ist das der Hausmeister? Auf diesem Foto ist er viel jünger. Woher weißt du das? Für mich sieht das aus, als wäre das Gesicht übermalt worden. Auf der Rückseite wurde ein Schlüssel geklebt. Hausmeisterschlüssel. Okay. Darauf steht 105. Mhm. Okay, schon mal gut zu wissen, gut zu haben. Aber da vorne... Ach ja, lag doch noch mehr. Ja, lieber Geist, würdest du bitte warten? Hier ist noch ein Tagebuch. In den letzten Monaten hat Joseph, der Typ nebenan, der mir das seltene Pornoheft gegeben hat, sehr hart gearbeitet. Er sagte, wenn er noch ein seltenes Heft fände, würde er es mir geben. Aber er hat sich in letzter Zeit kaum blicken lassen. Er sagte, er sei Journalist und würde immer etwas untersuchen. Aber ich glaube, etwas Seltsames geschieht mit ihm. Er hat sich in seiner Wohnung eingeschlossen und ich höre all diese seltsamen Geräusche. Moment, Joseph? Typ nebenan? Nachbar? Eingeschlossen, seltsame Geräusche? Oh, meine wunderschöne Rachel. Was soll diese Notiz auf rotem Papier? Ich dachte, du hättest mir eine Antwort geschrieben. Aber du hast wohl auf etwas anderem geschrieben. Er hat es zusammen mit seinen besten Kleidern mitgenommen. 2. Juli. Mike. Rotes Papier? Also... Ist Mike auch von dieser Welt hier betroffen? Lass mich bitte noch das rote Papier mal nehmen.
Danke. Ah, und jetzt... Moment. Ich würde noch gern... Ja. Nur ein Stück rotes Papier, auf dem nichts steht. Werde ich es unter die Tür von Apartment 302 stecken? Also werde es... Eine gute Idee, Henry. Ja, wirklich gut. Das können wir doch gleich mal probieren, ob das wirklich geht. Also, mal kurz raus und... Der Junge ist wieder da. Und verschwindet natürlich wieder. Also halt hier. Ja, sie schieben das rote Papier unter die Tür. So, und jetzt wird's spannend. Im nächsten Part gehen wir zurück und gucken, ob ja, wir das Papier dann wirklich zu Hause in Empfang nehmen können. Wozu auch immer. Ja, aber es ist schon sehr interessant, was jetzt hier langsam rauskommt. Joseph, der Verfasser dieses Wish House Artikels, war wohl unser Vormieter, also Henrys Vormieter. Ah, und er ist verschwunden, nachdem er sich eingeschlossen hat und diese seltsamen Geräusche kamen. Hoffen wir einfach, dass Henry nicht dasselbe Schicksal widerfährt. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao.